Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Melody, die hier noch im Regen steht, weil sie gerade im letzten Part noch ein Kind bekommen hat. Beziehungsweise zwei, wenn man es genau nimmt. Diese müssen laut meinem schlauen Buch am Mittwoch gealtert werden. Deswegen haben wir noch einen Moment mit denen zu spielen hier. Aber wir können auch gerade kein neues Kind zeugen, weil wir so ziemlich voll sind. Ich meine, wir haben einen Platz frei im Haushalt. Dennoch, ja, wie ich das so oft predige, ein Kind lohnt sich halt einfach nicht. Deswegen warten wir, bis die nächsten Kids ausziehen. Das sollte eigentlich auch relativ schnell funktionieren diesmal. Ich meine, die sind hier schon 2 Jahre Grundschüler. Dann werden die schnell zu Teenagern und dann werden die wahrscheinlich ganz schnell ausziehen. Deswegen wird das schon in Ordnung sein. Ich finde es immer krass, wenn man darüber nachdenkt, dass sie halt einfach wirklich so langsam gegen Ende gehen, ne? Also ich kann mir das immer gar nicht so ganz vorstellen einfach, weil wir sind hier so lange dabei. Ich habe so das Gefühl, das wird so mein ganzes Leben noch weitergehen. Baden wie ein Biest. Ich kann nie mehr. Warum ist sie eigentlich noch hellwach? Es ist 23:45 nachts. Was mit ihr denn? Sie ist ja schon fast fertig hier mit ihrem Leben. Was denn da los? Na dann, geh mal an die Formen dran hier. Und sie ja auch, aber sie ist noch ziemlich müde. Na gut, den Punkt gebe ich ihr. Woo! Sie ist so cool. Ich meine, sie muss jetzt bis morgens warten, denke ich, aber finde ich trotzdem nice. Ist Stefano gestorben? Was? Sag mal, was ist hier schon wieder los? Guck mal, Adam Mondschein ist einfach jetzt Polizist. Großartig. Aus meinen Kindern wird hier wirklich Wachs. Wachs. Stefano hat seine Wintersachen vergessen und ist zu Eis erstarrt. Meine Kinder sind manchmal schon ein bisschen dumm, bin ehrlich. Guten Morgen, liebe Sorgen. So, die Kids gehen jetzt zur Schule. Das ist auf jeden Fall schon mal supidupi. Sag mal, haben wir dann Kuchen? Wow, wir haben sogar den Kuchen. Krass. Weil dann können wir auf jeden Fall Cherry wecken. Hier steht aber noch ein Cocktail. Relatable. So, dann hol dein Kind. Auf geht's. Yay, happy birthday to you. Woo! Pat, pat, pat. So, ich weiß, du stinkst, aber ist ja egal, ne? Also, du bist düster. Oh. Aber das macht sie sehr kreativ. Wow. Precious girl. So, meine Liebe, du kannst dich direkt an ein Projekt setzen. Das wird dir auf jeden Fall helfen. Und sie ist auf jeden Fall auch komplett am Start. Lieb's. Wenn Yamachan weg ist, ne? Können wir für Yamachan die Tür vielleicht abschließen? Das wäre doch mal was. Weil wir können ja leider nichts mit Yamachan machen. Ich dachte, wir hätten ja ein Kind mit ihm bekommen können. Hat ja nicht so gut funktioniert. Deswegen soll er auch einfach nicht in unser Haus einbrechen. Oh, stimmt. Adam war der mit dem Geist, mit der Geistfreundin, ne? Ja, also meinetwegen seid verlobt, ist kein Problem. Viel Spaß. Also ich wünsche euch alles Gute auf der Welt. Wenn du mit dem Geist glücklich wirst, do your thing. Barry, woo! Warum kann ich sie nicht auswählen? Kennen wir Barry schon wieder nicht? Oh mein Gott, wir kennen Barry nicht deswegen. Ich hasse es. Warum kennen wir unsere Kinder nicht? Wann wird dieser Bug eigentlich behoben? Weil das ist einfach echt unnötig. So, und jetzt hilf deinem Kind. So, alles Gute zur Geburtstag, kleine Mausi. Yay, und sie ist Perfektionistin und mental. Und Girl, wie wär's, wenn du auch mit einem Projekt beginnst? Wow, Cherry hat ihr Projekt schon abgeschlossen. Also Linus hat es nicht geschafft, Penny auch nicht. Hallo? Das hätte jetzt aber schon klappen können. Dann morgen. Er hat einfach seine Hausaufgaben verlegt. Excuse me? Der Junge hat gar keinen Bock mehr auf sein Leben, ne? Naja, Dinge passieren, ne? Aber eigentlich könnten wir ja jetzt auch schon in den Cars gehen, ne? Ich meine, wir müssen so oder so zweimal in den Cars, weil die Kiddos, also die Babys ja auch nochmal älter werden. Und potenziell werden die anderen Kinder ja jetzt auch noch zu Teenagern. Deswegen müssen wir da so zweimal in den Cars. Also können wir jetzt auch jetzt schon mal gehen, oder? Auf geht's, ab geht's. Thank you.
war's auch schon. Juhu! Die beiden sind schon wieder so cute, ne? Ich schwöre, wir haben echt gute Gene. Also, bisher gibt's kein Kind, wo ich sag, boah, das Kind ist so hässlich oder keine Ahnung. Und ich meine, wir haben 88 Kinder. Dass das da der Fall ist, hätte man sich schon eigentlich denken können. Aber es sind halt alle cute. I love it. Ich kann leider Yamachan nicht auswählen. Das finde ich sehr fies. Dann nicht, dann müssen wir uns halt weiter mit Yamachan rumschlagen. Wir haben wohl keine Wahl. Barry, ich bin so stolz auf dich, Girl. Penny mag anscheinend Latin Pop. Oh mein Gott, warum sitzt ihr denn draußen und machst deine Hausaufgaben bei Regen? Ey, I'm so sorry, Boy. Aber du hättest doch einfach drinnen sitzen können. Bro, sie hat einfach fast 8000 Zufriedenheitspunkte schon wieder. Wollten wir darauf sparen? Oder haben wir da noch gar nichts gesagt? Weil ich meine, sonst sparen wir wohl einfach darauf, würde ich sagen. Vielleicht, wenn ich dran denke. Weil mein Gehirn ist ein Sieb, wie wir alle wissen. Melody fühlt sich auf jeden Fall gut. Aber ich meine, wenn man seit Ewigkeiten mal wieder nicht schwanger ist, ist natürlich auch geil, ne? Die Lotterie. Ein neuer Versuch, um an Geld zu kommen. So, dann ist jetzt auch der Geburtstag vor den kleinen Kindern. Alles Gute zum Geburtstag. Oh mein Gott, die Wiege ist kurz weggeglitscht. Hilfe. Asta ist wild. Oh, und Henry ist auch wild. Mit dem Umstyling warten wir aber noch einen Moment, weil ich denke, dass die Kinder zu Teenagern werden und dann würde ich die zusammen umstylen. Dies, das, ihr kennt das Prozedere. Henry will direkt von sich aus ans Tablet gehen. Ich fühl's auf jeden Fall. So, sie bereitet mal wieder ein bisschen Essen zu, weil wir schon wieder nichts da haben. Süß, wie sie auf die Kinder aufpasst hier. Und nebenbei strickt. Was eine produktive Mutti. So, Cherry ist zurück. Barry ist zurück. Linus ist Einsatzschüler und Penny ist auch Einsatzschülerin. Dann auf geht's, ab geht's. Mein lieber Linus, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, du wirst ein cooler Werwolf. Yay! Und er ist ein Genie. Zudem möchte er Leitwolf werden. Oh, Linus hat sich zu einem vollwertigen Werwolf entwickelt. Er hat einen Charakterzug erhalten und muss nur stetig Wut aufbauen. Er kann jetzt außerdem einen Rudel aufsuchen, Fähigkeit erlernen und am Werwolf-Leben teilnehmen. So, und Penny ist dran. Happy Birthday to you! So, und sie ist... Sie liebt die Natur natürlich. Sie möchte eine bewunderte Ikone werden. So, auf geht's, ab geht's. Thank you.
Ich weiß nicht, was genau mit dieser Werwolfform passiert ist, aber die ist ein bisschen broken. Aber hey, ist doch kein Problem hier bei uns, Wir lassen das jetzt einfach so. Ich finde aber witzig, dass er in seiner Schuluniform so krasses Make-up trägt. Also soll er machen, aber... Oh. Ruhelose Tiere fühlen sich drinnen eingeengt und bauen Wut auf, wenn sie nichts Lustiges tun können. Schade. Das ist natürlich nicht so cool, ne? Also, 3 Fähigkeitenpunkte. Also Körperpflege finde ich gar nicht mal so schlecht. Territorium markieren auch nicht. Aber das mit dem Schlafen, glaube ich, muss nicht unbedingt sein. Ja, dann lassen wir das erstmal so. Einer kann ja noch überbleiben. Tellerkrallen, Alter. Ich lieb's. Ach, er ist ein vegetarischer Werwolf. Ach, jo, das macht ja gar keinen Sinn. Ich lieb's. Oh mein Gott, und er ist direkt vor der Tür. Aber wir haben jetzt noch nicht die Chance, uns selber zu transformieren, oder? Also zumindest finde ich das nicht. Hier können wir nur diese bestimmten Sachen machen. Wieso steigt dieser Wuteffekt eigentlich so schnell? I am confused. Aber er wird wahrscheinlich einfach gleich schon ausrasten. Toll. Er ist einfach jetzt schon übel wütend. Warum? I don't get it. Süß, er macht jetzt auf der Schaukel Hausaufgaben. I didn't know. Ich wusste nicht, dass das geht. Jetzt gerade bleibt es wieder konstant. Ich weiß nicht. Ich kenne mich damit jetzt noch nicht so aus. Aber wir schauen mal. Generell, wie das Ganze hier weitergeht und ob unser Werwolf hier noch ausrasten wird, das werden wir wohl im nächsten Part erfahren. Denn ich nehme schon wieder viel zu lange auf. Hoppala. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal bestimmt wieder. Bis dahin und tschüss.